Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Andrea bastelt mit Action, Teddy und Co. Und heute bin ich mal an meiner Stickmaschine und zwar der Brother Stella. Und ich will heute ein ganz tolles Motiv sticken und zwar von Stick Zebra. Das ist eine ganz liebe, die selber designt und sie macht ganz, ganz tolle Stickmotive, die man bei ihr dann kaufen kann. Das ist digital, das heißt, man kriegt dann die Datei zugeschickt und kann sie dann runterladen und auf dem Stick platzieren. Und ja, ich zeige euch mal einmal ein Teil, das habt ihr ja schon gesehen bei mir, und zwar die tolle Tigertasche. Und diese Stickdatei ist auch von ihr. Also was ich bei ihr so toll finde, ist, dass bei ihr diese Stickdateien alle besonders sind. Also dieser Tiger auch, er ist nicht so eben halt so gerade gezeichnet, sondern hat, wie man ja hier sieht, eben halt ganz viele Farben drinne. Und hier unten ist es so ein bisschen, ich sag mal, ausgefranst. Und dadurch sieht die ganze Stickdatei mega edel aus. Und so findet man bei ihr ganz, ganz viele tolle Stickdateien. Sie hat auch Stickdateien für Kinder. Sie hat auch ein Kinderbuch. Und dafür gibt es dann auch so Stickdateien. Und ja, sie sind auch preislich einfach richtig klasse. Ich finde, für so viel Arbeit, die man ja hat, um so etwas zu entwerfen, sind dann so zum Beispiel so ein Durchschnittswert von 3,95 echt total günstig für so eine Datei. Genau. Wenn ihr auch eine Stickmaschine habt, vielleicht habt ihr ja auch die Janome, die wir hier auch noch haben, da steckt Julia drauf. Oder ihr habt auch vielleicht die PP Stitch von Brother, die kleine, die ja gerade erst rausgekommen ist, wo 10x10 Motive drauf passen, also 10x10 mm. 10 cm, 10x10 mm, wäre ein bisschen klein. Genau, und da werde ich auch mit euch eine Stickdatei von ihr drauf sticken. Ihr werdet mich jetzt öfters an den Stickmaschinen sehen mit den tollen Stickdateien von ihr. Heute will ich einen Elefant sticken. Und ich zeige euch das gleich mal. Dafür muss ich den Rahmen einspannen. Die Stella, das ist eine sehr große Stickmaschine, die hat auch einen sehr großen Rahmen. Die hat auch ein Main Design Center, nennt sich das, wo man ganz, ganz vieles mitmachen kann. Ist eine, ja, ich würde mal sagen, schon für erfahrene Sticker eine Stickmaschine. Und ja, die erkläre ich euch nochmal in einem anderen Video. Heute geht es hauptsächlich um die Stickdatei. Okay, ich mache den Rahmen mal fertig und dann bin ich gleich wieder da. Welche Datei wolltest du denn sticken? So, ich habe mir schon mal den Stickrahmen zurechtgelegt. Und zwar habe ich hier einen Magnetstickrahmen. Das ist natürlich richtig vom Vorteil, gerade wenn man Filz oder sowas besticken will. Und ich mache das jetzt so, dass ich das auf so einen Filzbogen sticke. Das funktioniert richtig gut mit einer Stickmaschine. Und anschließend schneide ich das aus. Ich mache dann noch so einen Rahmen rum und dann schneide ich das aus und dann kommt das auf eine Tasche rauf. So, und das kann ich einfach so rauflegen. Und dann brauche ich nur mit den Magneten es festmachen. Und die Magneten sind ganz enorm stark bei dieser Maschine, bei diesem Stickrahmen auch, dass das richtig gut funktioniert. So. Genau, dann habe ich meine Maschine schon angemacht. Wie gesagt, wie die Maschine richtig funktioniert, das zeige ich euch noch mal ein andern Mal. Sie hat jedenfalls ein großes Touch-Display, wo ich die bediene mit. Und als erstes setzt sie den Rahmen einmal oder den Arm für die Rahmen einfach mal in Bewegung. Genau, ich muss jetzt noch einen Augenblick warten, weil Jo
hat jetzt die Datei runtergeladen von dem Elefanten und setzt sie jetzt auf einen USB-Stick. An der Seite habe ich zwei USB-Anschlüsse, also ich kann auch die Maschine mit der Maus benutzen, aber ich mache das eigentlich so mit den Fingern. Hier oben gibt es auch noch ein Touch-Pen. Damit kann ich das auch machen. So, ich muss jetzt warten, bis Joe fertig ist mit der Stickdatei übertragen und dann kann ich loslegen. So, jetzt hat mir der Joe raufgezogen auf den Stick. Den habe ich schon in die Maschine reingesteckt und jetzt kann ich auf den Stick zugreifen. Jetzt muss ich gucken, ich habe zwei drinne, ob das der richtige ist. Ja, das ist der richtige. SZ002, ist das richtig? 001. 001, genau. Das ist für Stickzebra. Dann habe ich mir das gleich so gekennzeichnet und ich mache das immer so. Kann Joe mir mal kurz rüber geben. Ich druck das immer aus. Ne? Ich druck das immer aus. Hier seht ihr auch mal. Ach, ne, seht ihr nicht. Das ist schattenmäßig. Aber ich druck jedenfalls die Rechnung aus und dann schreibe ich mir hin, wo ich das finde, auf meiner Maschine. Und diese Blätter, die habe ich alle in einem Ordner. Und das habe ich sortiert nach Stickzebra zum Beispiel oder nach Applikation oder ITH. Das erkläre ich euch auch alles nochmal. Und hier sehen wir, du hast daneben geschrieben, welcher Stick das ist und wie die Datei heißt. Und ich gehe jetzt auf mein Display und suche mir die Datei raus und wähle sie an. So, ist natürlich mit solcher Maschine ist es natürlich eine Freude zu sticken. Aber es, ich muss auch sagen, es ist natürlich keine Maschine, die man mal so eben mitnimmt. Da kann ich euch einfach empfehlen, ich habe sie von Nepark. Wenn ihr auch irgendwie gerne euch eine Maschine holen wollt, dann schaut doch mal bei Nepark, die haben oft Gebrauchte und die sind dann überprüft und haben natürlich einen viel geringeren Preis. Da kann man dann auch mal solche Maschine zum Schnäppchenpreis bekommen. Nur mal so als kleiner Tipp, also ich bin mit Nepark nicht in Kooperation, aber ich habe seit Jahren die Maschinen von Nepark und bin sehr, sehr zufrieden mit dem Service und auch mit den Maschinen, die ich habe. Das nur mal so nebenbei. So, ich habe jetzt drei verschiedene Optionen. Ich muss mal gucken, ob ich euch noch mal so ein bisschen drehen kann. So, ich hoffe, dass man das gut erkennen kann. Ich habe jetzt drei verschiedene Möglichkeiten. Ich kann sie 13 x 18, das ist der Rahmen, sticken. Ich kann sie aber auch 16 x 26 oder sogar 18 x 30. Also ich habe drei verschiedene Größen von dem Elefant, den ich sticken möchte. Und jetzt möchte ich den Elefant ja auf eine Tasche drauf haben. Und ich habe meinen Magnetrahmen und der ist nämlich 13 x 18 cm groß. Das heißt, ich wähle jetzt das an. So, und nun zeigt er mir das im Display und dann brauche ich nur noch sagen, einstellen. Da habe ich ihn jetzt, er ist jetzt auch zentriert und jetzt möchte ich, ja jetzt möchte ich ja noch einen Rahmen da drum haben. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, das heißt, ich muss jetzt die Datei noch bearbeiten. Das geht auch wunderbar, ich gehe auf Editieren, dann gehe ich auf dieses Kreuz. Nee, das war falsch, editieren. Ich gehe auf dieses mit den Pfeilen und ich kann die Datei verkleinern. Das geht maximal 20%. Na, Barney ist auch wieder dabei. So, dann gehe ich da mal so 20%. Das hat jetzt wunderbar geklappt. Ich brauche jetzt nur noch 12,9 mal 11,2. Also 129,7 mm mal 112,6 mm muss der Rahmen mindestens haben. Jetzt versuche ich den Rahmen darum zu machen. Das wird wahrscheinlich schwierig. Also ich habe das Maximum an Verkleinern gemacht. Ne, das ist Vergrößern. Das Maximum an Verkleinern gemacht, was geht.
jetzt versuche ich, noch einen Rahmen darum zu kriegen. Diese Maschine hat jede Menge Rahmen zur Verfügung. Der kann ich sagen, hinzufügen. Und dann gehe ich hier in meine Rahmendatei. Und da nehme ich jetzt mal so einen rechteckigen Rahmen. Und ich versuche es mal, ob das funktioniert. Das sieht nämlich, das habe ich bei dem anderen auch gemacht. Sonst gucke ich noch mal den anderen. Ich glaube, ich nehme den klein. Der sah nämlich bei dem Tiger richtig cool aus. So, dann sage ich jetzt auch wieder einstellen. Und jetzt seht ihr, dass der Rahmen da ist. Und jetzt muss ich den Rahmen natürlich vergrößern. Da gehe ich wieder auf Editieren. Gehe wieder hier rauf und ich will ihn jetzt vergrößern. So. Ich könnte natürlich auch, wo habe ich hier meinen Stift? Ich könnte hier auch hier an den Punkten gehen und dann auch ziehen, das geht auch. So, jetzt hat er mir den noch zu groß gemacht. Jetzt will ich ihn aber hier kleiner haben. So. Ja. Es verändert sich natürlich das Muster auch und ich muss mal gucken. Nein, es passt jetzt nicht mehr in meinem Rahmen. Dann mache ich das anders. Dann versuche ich jetzt, werde ich jetzt mal raustüfteln, welcher Rahmen da noch rumpasst. Das mache ich jetzt mal, indem ich einfach wieder hier zurückgehe. Diesen Rahmen jetzt, den kann ich erstmal löschen. So, den will ich nicht und dann gehe ich auf hinzufügen, gehe wieder hier hin und werde jetzt erstmal hin und her spielen, bis ich den richtigen Rahmen zu fassen habe, den ich nehmen kann. Das mache ich jetzt mal ohne Kamera und dann bin ich gleich wieder da. So, jetzt habe ich den Rahmen eingespannt und hier kann man jetzt sehen auf meinem Bildschirm hier, was er als erstes sticken will. Ich habe mir jetzt einfach so ein paar Farben rausgesucht. Man kann natürlich auch die Farben nehmen, die er vorgibt, aber ich möchte das gerne ein bisschen anders haben. Hierbei ist der Lars sogar die Möglichkeit, dass ich die Farben alle verändere und er mir zeigt, wie es nachher aussieht. Aber ich bin da einfach immer frei. Ich nehme immer die Farbe, ich gucke mir da an, was da gestickt wird und dann nehme ich die Farbe, die ich gerne haben möchte. Hier oben habe ich jetzt das Garn von Temu drin. Das funktioniert sehr gut. Also ich sticke die ganze Zeit schon mit diesem tollen Garn und bin da echt sehr zufrieden mit. Die Maschine habe ich schon soweit fertig gemacht, den Faden eingefädelt bzw. einfädeln lassen. Das ist nämlich auch das Coole bei dieser Maschine. Ich brauche bloß den Knopf drücken und den Knopf drücken und dann macht er die Einfädelung ganz automatisch. So, nun zeigt er mir hier grün, also kann ich loslegen. Das mache ich jetzt einmal. So, und so beginnt er jetzt zu stecken. Jetzt habe ich eins noch vergessen. Ich habe jetzt auf 400 Stichen pro Minute, also sie kann ja wesentlich mehr, weil ich vorher eine Applikation gemacht habe. Ne, gar nicht, war in so Hop mit einem Reißverschluss und da gehe ich runter mit der Geschwindigkeit. Das kann ich mir aber gleich, wenn er das hier fertig hat, bei der Maschine ändern. Wenn ihr gerne die Stella so ein bisschen vorgeführt bekommen möchtet, das heißt, was sie so kann, und das ist eine ganze Menge, dann schreibt mir das bitte in den Kommentaren rein. Dann mache ich dafür immer noch mal so extra Videos. So, ihr Lieben, jetzt sticke ich das erstmal durch und dann bin ich wieder da. So, jetzt bin ich fertig mit dem Sticken und hole das mal aus dem Rahmen raus. Das braucht man dann nur so rausziehen. So, und dann zeige ich euch das mal. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich jetzt hier habe ich irgendwie den Schatten von der Kamera. Den Schatten von der Kamera, das ist ja richtig blöd. Mal gucken, ob ich das anders hinstellen kann. So, ich glaube, jetzt könnt ihr das sehen. Jetzt ist der Schatten nicht mehr da vorne, sondern da hinten. So, genau. Und schaut euch das mal an. Sieht das nicht mega aus? Ne, also ich finde, also Stick Zebra macht so mega coole
Steckdateien und ich habe jetzt meine Farben so ausgewählt. Mit meiner Maschine kann ich das im Vorwege machen und das zeige ich euch sonst auch nochmal. Und das waren insgesamt 39.190 Stiche. Und ich habe das nicht auf volle Leistung gemacht und habe 71 Minuten Stickzeit gehabt. Und ja, es ist ein bisschen mehr, weil man ja den Faden wechselt und alles. Aber ich mag es, ne, weil mich beruhigt dieses Sticken total. Es ist so, wenn die Nadel da so reinsticht, das ist für mich wie Meditation. Genau. Und ich habe nochmal geschaut. Also sie hat auch ganz viele Stickdateien in 10x10. Das heißt, die passen dann auf die PP1 Prasa Sketch Maschine. Viele von euch haben sie ja sogar schon und da werde ich natürlich mit euch auch sticken und das euch zeigen. Du wirst auch nochmal auf seiner VR sticken und dort auch nochmal ein Stickmotiv von ihr zeigen und ja, ihr werdet auch von mir noch weitere sehen. Aber ich bin einfach absolut begeistert, wie toll das aussieht. Ich bin schon gespannt, was ihr sagt. In diesem Sinne wünsche ich euch auf alle Fälle noch einen schönen Abend. Ganz, ganz liebe Grüße. Bleibt gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.